Die neue Modellgeneration des Hyundai i10 ist wieder um ein Stück erwachsener geworden. Nicht nur in den Außenabmessungen, nämlich 8 cm länger und 6,5 cm breiter, sondern auch in der gesamten Modellphilosophie. Nicht mehr Preis-Leistung ist das Motto, sondern Modern Premium. Das bedeutet, dass das Fahrzeug alle Ausstattungsdetails bieten kann, die üblicherweise nur in einem höherwertigen Segment zu finden sind, die also klassischerweise bei kleinen Fahrzeugen, wie es der i10 ist, nicht angeboten werden. Beispielhaft ein beheizbares Lenkrad, eine Klimaautomatik, Automatikgetriebe, natürlich auch kombiniert mit der bekannten 5-Jahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung bei Hyundai oder die komplette Airbag-Ausstattung, die auch in diesem Fahrzeugsegment kein Standard ist. Hyundai will also das Kleinwagensegment neu definieren und legt einiges vor. So präsentiert sich der geräumige Innenraum optisch frisch und sehr gut verarbeitet. Drei Ausstattungsversionen bieten zum Teil Kleinwagen-untypischen Luxus. Und da ist dann noch das Fahrwerk mit neuer Hinterachse, die eine wesentlich verbesserte Straßenlage ermöglichen soll. Motorseitig gibt es nun einen Basis-Dreizylinder mit 66 PS. Und den überarbeiteten Vierzylinder mit 87 PS, der auch mit Viergang-Wandlerautomatik zu haben sein wird. Bei all dem bleibt Hyundai zumindest beim Basismodell deutlich unter 10.000 Euro Kaufpreis. So kommt der i10 Life ohne Klimaanlage und ohne elektrische Fensterheber auf 9.490 Euro. Der Komfort kostet ab 10.990 Euro. Und für den Premium mit Features wie Bluetooth-Freisprechanlage, LED-Tagfahrlicht, Berganfahrhilfe und Leichtmetallfelgen sind 12.990 Euro zu kalkulieren. Mit dem i10 beschreitet Hyundai einen neuen Weg im Kleinwagensegment. Umfangreiche Sicherheits- und Komfortausstattung, die man bis jetzt nur aus höheren Klassen gewohnt ist, zu Preisen, die gerade noch für das A-Segment verträglich sind. Seine große Österreich-Publikumspremiere feiert der neue Hyundai i10 auf der Vienna Autoshow im Jänner 2014.